schön frisch ist und Genau. gleich zu. Die Zutaten kann man ja schon mal sammeln, aber das an sich, man sieht jetzt, es wird ein ganz cremiger Smoothie, deswegen heißt es ja auch Smoothie, aber in diesem Gerät wird es eben ganz besonders weich und cremig und schmeckt einfach wunderbar. Ja, wohl bekomm's. Danke sehr. Sehr gut. Vogelmierensalat schon vorgestellt und die Salatsoße, die kann man jetzt noch anrichten hier. Und zum Hauptgang gibt es dann, das haben wir schon vorbereitet, das kennen ja viele schon, das ist ja ein Kulturgemüse, der Rosenkohl. Schmeckt hervorragend mit den Maronen zusammen, also den Früchten der Esskastanie. Die ergänzen sich beide geschmacklich sehr gut, weil der Rosenkohl ja sehr deftig, kräftig, würzig schmeckt und die Maronen enthalten 14% Zucker. Kommt nochmal so eine süßliche, angenehme Komponente dazu, das harmonisiert wunderbar. Und das ist ganz einfach zubereitet, einfach Zwiebel, Knoblauch angedünstet in Olivenöl, dann den geputzten Rosenkohl rein, mit ein bisschen Wasser und Sojasauce ablöschen, Salz und Pfeffer dazu. Und wenn der Rosenkohl schon fast fertig ist, die vorgekochten Maronen einfach hinzugeben und einen Becher Schmand auf diese Pfanne. Und dann einfach zum Schluss nochmal abschmecken. Also ist auch vom Würzen her super einfach, von der ganzen Zubereitung her ganz einfach. Ein sehr schönes herbstliches Gericht. Und zum Nachtisch haben wir hier das Kompott aus schönen Falläpfeln und Ebereschen oder Vogelbeeren. Und ja, mit ein bisschen Honig ist es gesüßt. Man könnte auch Agavendicksaft nehmen, was jetzt insgesamt diese schöne rosa oder pinkene Farbe angenommen hat. Und die ganzen, ja, dann als Getränk haben wir hier unser Superpower-Smoothie-Getränk. Die Fruchtsäure aus dem Apfel, die Süße von Feige und Dattel und das aromatische Grün von der Vogelmiere und von der, was wir auch noch drin hatten, war die Goldnessel. Ja, also dann hier ein Power-Getränk noch als Begleitung. Das Ganze, die meisten Rezepte genau so oder in Abwandlungen finden Sie hier in den drei Büchern aus der Reihe Natur und Genuss. Vorspeisen und Salate, hauptsächlich aus Kräutern hier im ersten Band, die 12 wichtigsten essbaren Wildpflanzen. Dann hier alles, was es an Nahrhaften von Waldbäumen gibt im zweiten Band, Köstliches von Waldbäumen. Also auch sehr viel mit Eiweiß und Proteinen und Ölen, also da... Genau. Dann kommt die Kraft her. Dann dass man wirklich satt wird, genau. Mhm. Ne? Was wir heute zum Beispiel gar nicht vorgestellt haben, man kann nicht alles auf einmal machen, sind die Bucheckern. Ne? Weil 100 Gramm Bucheckern enthalten 580 Kilokalorien. Die enthalten 25% Eiweiß, bis zu 46% fettes Öl, aus denen man auch ein Öl pressen könnte in der Ölpresse. Und der Rest sind Kohlehydrate. Also es sind richtige Power-Früchte oder Power-Nüsschen ja eigentlich mit dem gleichen Nährwertgehalt wie eine Tafel Schokolade pro 100 Gramm. Also da wird man wirklich satt. Und der vitaminhaltige Dessert dann in Band 3, die ganzen Aromen und Vitalstoffe aus dem großen Reich der Wildfrüchte in diesem Band. Ja, und damit ist das Essen und die Ernährung komplett. Sie sehen, die Natur sorgt gut für uns, auch im Winter. Wir brauchen keine Angst haben, wir sind gut versorgt. Was wir brauchen, ist einfach das Wissen, wie wir es finden in der Natur, wie wir die Pflanzen erkennen können und dann auch die Zubereitungstechniken und vielleicht noch das eine oder andere Gerät dazu, sodass wir damit in der Lage sind, die Dinge auch optimal zuzubereiten. Dann lass es mir direkt was schmecken. Genau, guten Appetit. Mhm. Sehr frisch, sehr lecker. Und können Sie das nachvollziehen mit junge Erbsen und Maisaroma bei der Vogelmiere? Ja, durchaus. Mhm. Also hat überhaupt nicht diesen Geschmack, den man erwartet bei Wildkräutern sonst. Wenn man mal so einen Löwenzahn oder sowas probiert hat, schreckt man ja eher erstmal zurück. Aber das genau. Ist wirklich der Mild. Ja. Ist die ideale Pflanze für Menschen, die sich jetzt dem Thema erstmal nähern möchten. Auch für Kinder ist es ideal, mit der Vogelmiere zu beginnen, weil sie einfach lecker schmeckt. Mhm. Super. Da werde ich mich jetzt gleich über alles andere auch noch hermachen. Ja. Und wir alle. Genau, ich gebe schon mal was vom Hauptgericht auf. Rosenkohl mit Maronen. So. Wunderbar. Ja, guten Appetit. Gut, noch ein paar Worte zur Lagerung oder zur Bevorratung. Wir haben also jetzt im Herbst Äpfel geerntet oder hier auch die etwas in Vergessenheit geratene Obstart der Quitten. Die kann man natürlich im Keller möglichst kühl
dunkel mit etwas Luftfeuchtigkeit, sodass die Früchte länger frisch bleiben, sehr gut lagern. Man kann sie natürlich auch schon verarbeiten, wie hier zum Beispiel zum Quittenmus. So kann man auch das Apfelmus schon in Gläser abfüllen, in Schraubdeckelgläser und dann schön verschließen. Dann hält sich das auch sehr gut. Und bei Früchten wie zum Beispiel den Eicheln oder auch bei den Walnüssen, die ja in so einer fleischigen grünen Schale sind, oder bei den Eicheln in dem Fruchtbecher dann unten am Waldboden liegen, also immer in einem feuchten Milieu, da ist es einfach wichtig, damit die Schimmelbildung verhindert wird, dass man die erstmal sauber sammelt und dann auch, na, das ist gerade etwas, was man vermeiden sollte, dass hier eben nicht Eicheln mit solchen Löchern gesammelt werden, weil da der Eichelbohrer sich schon eingenistet hat. Solche Früchte müssen raus, dass man also möglichst saubere Früchte hat, die keine Löcher haben und die dann auch noch trocknet. Man kann die zum Beispiel auf den Trockner legen oder einfach auf einem Zeitungspapier ausgebreitet 2 Tage in den Räumlichkeiten trocknen lassen. Genauso wichtig ist es bei den Walnüssen, dass die sauber, dass die gesäubert werden von dieser fleischigen Schale und dann auch noch nachgetrocknet werden, immer mal wieder wenden, sodass keine Schimmelbildung einsetzt und die Früchte dadurch verderben. Bei den Hagebutten, da empfiehlt es sich, dass man die Früchte dann halbiert, aufschneidet, die Kerne entfernt und die Hagebutten dann, wenn man sie zu Tee verarbeiten möchte, also einlagern möchte, dann auf einem Dörrgerät trocknet und dann sind sie auch 2 Jahre haltbar, ohne Problem. Vielleicht noch ein Wort für die Leute, die selber Dinge anbauen. Zwiebel und Knoblauch sind ganz wertvolle, auch von der Gesundheitsvorsorge her gesehen, ganz wertvolle Kulturfrüchte, weil beide Schwefelverbindungen enthalten, die stark entgiftend auch wiederum wirken. Zwiebel und Knoblauch wirken beide antiviral und antibakteriell. Sind also ungemein gesunde Lebensmittel. Auch die blutdrucksenkende Wirkung des Knoblauchs ist ja inzwischen auch von der Schulmedizin anerkannt, so kann man sagen. Also es sind ganz wertvolle Kulturfrüchte und natürlich auch geben sie den Speisen ganz wertvolle Aromen. Also in vielerlei Hinsicht sehr zu empfehlen. Und auch hier gilt natürlich, die Zwiebel kann man zu Zöpfen zusammenbinden, auch den Knoblauch und dann einfach an einem kühlen Ort, an einem luftigen, kühlen Ort kann man die über Monate hinweg lagern. Kann man die Äpfel denn zusammen mit anderem Obst und Gemüse lagern oder muss man ja da noch was beachten? Danke für den Hinweis. Die Äpfel, wenn man sie so lagert, sondern so ein Gas aus, was dann die Reife der anderen Früchte wieder beschleunigt. Also Äpfel immer gesondert lagern. Wenn man jetzt mal, zum Beispiel, wenn man Bananen hat, die noch ziemlich grün sind und möchte, dass die schneller reifen, dann kann man Apfel dazugeben, dann reifen die Bananen schneller. So kann man das mal steuern. Aber so eine Mischgeschichte wie hier, das ist eigentlich gar nicht günstig. Also Äpfel immer gesondert lagern. Also wir haben jetzt hier Haselnüsse in dieser Ölpresse oder Ölmühle Haselnüsse ausgepresst. Und es ist natürlich so, dass man dieses Nussöl, das sieht am Anfang trüb aus. Und man sieht hier unten ist auch ganz viel Nussmus jetzt enthalten. Das muss man einfach jetzt 2 Tage lang stehen lassen in aller Ruhe. Die schweren Bestandteile sinken dann ab und man dekantiert dann das reine Öl, das Haselnussöl. Und das Nussmus unten kann man dann mit Honig vermischen als Brotaufstrich. Also es bleibt dann alles erhalten. Es ist ja ein sehr wertvolles Lebensmittel insgesamt. Schmeckt auch sehr aromatisch. Und so hat man eben beides. Man hat zum einen Öl, zum anderen Nussmus produziert.